Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und ich war gerade so dumm, Leute. Ich bin aufs Spiel gegangen, hat das Aufnahmeteil. Ich habe auch vergessen, die Aufnahme zu starten. Aber zum Glück habe ich kaum was gemacht. Hat nur die hier war ja die bei letzter Folge waren hier die Lager voll oder fast voll. Dann habe ich eingesammelt gedrückt, sammeln. Mach's mal vor, habe ich hier sammeln gedrückt. Dann habe ich das Rathaus aufgebessert und das hier. Mit alles leer ist. Dann habe ich nochmal zusammengedrückt und jetzt schon wieder alles voll. Ihr seht schon, da ist richtig viel drin. Wir haben jetzt hier so noch Info. Noch ordentlich was drin, also das ist richtig hart. Aber okay. Das haben wir gemacht, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Achso. Und wir haben Truppen gefordert und hier was gekriegt. Deswegen hier auch. Danke. Danke von mir. Ja. Dann. Achso. Und was ich hier noch. Wir wollen. Angriffen, die haben uns richtig viel geraubt. Ich könnte einfach mal eine Wiederholung kurz angucken. Die habe ich jetzt weggedrückt schon. Lalala, geht da mit den Mauerbrechern rein. Wie süß, die Mauerbrecher, Vollsprint. So, die Riesen, ja gut. Ist natürlich nicht interessant von so einem schlechten. Wir können jetzt ja leider nicht angreifen, weil wir alles voll haben eigentlich. Deswegen hat eine spannende Wiederholung für die Aufnahme. So, hat mir eine spannende Wiederholung für die Aufnahme und ja, mit meinem anderen Clash of Clans Account sind wir auf Rathaus abgegangen. Wie ihr seht, neue Mauern. Richtig geil, Leute. Neuer Magierturm, Minenwerfer, Goldlage, Elixier, Magierturm. Okay, danke. So, Chantal hat dann zwei hat eine schöne, einen schönen Angriff geteilt und ja, gucken wir uns gleich an. Kein Ding. So, Clan. Vorher besuchen wir noch zwei Leute, die sich bei mir gemeldet haben, die gerne besucht werden möchten. Und der erste. Nee, erstmal hier besuchen wir. Wo ist er? Ah, jo. Ja, wie sieht unser Clan sind wieder drei Plätze frei sogar. Nur mal zu sagen, weil der war kurze Zeit ganz voll. Ja, als erstes suchen wir den lieben Guivos, würde ich ihn aussprechen. Ja, sein Dorf. Radius Level 7. Ja, gut, das hier hat er wahrscheinlich nur nicht für immer. Weil die sind richtig scheiße geschützt. Nichts gegen dich, aber die sind richtig scheiße geschützt und der ja auch. Aber ich glaube, dass er jetzt nur für kurze Zeit hat. Weil hier gerade nichts drin ist, oder? Nee, da ist gar nichts drin. Ne, ist überall total wenig drin. Da juckt ihn das eigentlich nicht, wenn das hier so draußen stehen hat. Also relativ in. Ne, das geht eigentlich. Ich dachte, der wird inaktiv. Irgendwas. Der nächste, den wir besuchen, ist die liebe Chantal. Unser eigentlich, würde ich sagen, bestes Mitglied. Naja, nicht bestes Mitglied, wie soll ich sagen. Also, ich sage jetzt kein Mitglied, ist schlecht oder irgendwas. Aber die ist eigentlich ziemlich nett. Ist nett. Aktiv, war einer der ersten im Clan. Und ja, die kam ja halt auch nett vor und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie andere nicht nett sind oder irgendwas im Clan. Aber die kam halt, ist mir jetzt halt so aufgefallen, schon am Anfang, weil die war direkt am Anfang eigentlich beim Clan drin, war auch direkt am Anfang nett und alles und so weiter. Und deswegen, sage ich mal, einer unserer letzten besten Mitglieder. Aber die anderen sind natürlich auch nicht, sind natürlich auch voll gut. Isu hat eine Wiederholung geteilt mit dem Namen Money. Und deswegen schauen wir uns die erstmal an. Nee, ich besuche jede Folge ein bis zwei. Musst du aber eigentlich wissen. Nee, ein bis zwei. So. Musst du eigentlich wissen, wenn du meine Folge guckst. So, go, go, go. Ja, okay, das ist echt Hammer Loot, vor allen Dingen, Alter. Der hat der liebe Iso, den ich auch persönlich kenne.
hat Jung geteilt. Ja, den kenne ich persönlich. Genau, einer meiner Klassenkameradinnen. Boah, sowas ist richtig gut. Vor allen Dingen, weil die Goldminen und so mit dem richtig fetten Loot draußen stehen. Und das Rathaus kann man einfach mal so wegsnipern, sag ich jetzt mal. Oder wegmachen, wie auch immer. Und ja, das ist dann schon mal gut. Guck mal, der hat hier. Boah, geilo, Alter, geilo. Es war alles. Alles bis auf 13.000. Nee, 3, 3, 3, 3, 12.000. Ich glaube, ja, 2.000, oder? Nein, 1.200.000. Ich glaube, ich sage gerade irgendwas falsch. Egal. Ich glaube, 1.200.000 Elixier, ihr seht hier oben auch. Und 26 dunkles Elixier ist nicht, hat er nicht gekriegt, aber sonst nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich würde jetzt aufgeben an seiner Stelle. Er hat 5% geschafft. 2 Sterne. Ohne den ganzen Loot gekriegt. Warum macht er jetzt weiter? Warum machst du weiter? Ja, warum macht er weiter? Ah, okay. Er hat aufgegeben. Hätte ich mich auch gemacht, hätte man sich wirklich locker sparen können. Und. Ja, wir werden Valkyrie an. Wir werden Valkyrie, ob jemand Valkyrie braucht. Könnten. Ach, die Val was? Die hat schon Valkyrie? Oh, die gar nicht. Hä? Ein Moment, Leute. Dunkelkaserne. Ich wurde gerade auf 3 gemacht. Wahrscheinlich ist sie gleich fertig auf 3. Deswegen fragt sie schon nach Valkyren. Geil, hat die auch bald Valkyre. Nee, danke. So, schauen wir uns die nächste Wiederholung an. Von der lieben Chantal. Und ja. Jeden Fall nicht der beste Angriff. Aber warum sollten wir nicht anschauen? Hä, wo ist sie? Achso, hat er direkt gespendet gekriegt oder was? War direkt wieder weg, die Forderung. Ja. Ich weiß nicht, warum so viele da aufs Rathaus gesetzt werden. Keine Ahnung, was genau für eine Taktik ist. Weil alle aufs Rathaus, der hätte ein paar weniger gereicht. Weil jetzt schießt der Minenwerfer ein paar. Ah gut, der Minenwerfer trifft die gar nicht. Das ist ganz gut, sage ich mal. Na ja, gut, die hier sind natürlich schon tot bei so einer Truppe. Dann ist ja hier ein bisschen mehr verteilt, aber okay. Hat hier seine eigene Taktik. Ja, okay, Loot war jetzt nicht so viel. Aber okay, ich mach mal vierfache Geschwindigkeit. Und das war's. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Wiederholungen hier an. Hat noch wer eine geile Wiederholung? Für die Aufnahme hier. So, können wir auch noch Truppen spenden? Nein, ich wollte gerade spenden. Ich wollte gerade auch noch was spenden. Mann. Ach so, ja. Wir werden jetzt einfach mal ein Thema besprechen, Leute. In der letzten Zeit, und zwar das Update von Clash of Clans. Und ja, wie ich erfahren habe, soll es so sein, dass man bestimmen kann beim Clankrieg, ob man teilnehmen möchte oder nicht. Das soll man bestimmen können. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann geht man hier auf sein Profil. Dann ist hier erstens das Rathaus abgebildet, welches Rathaus man hat. Finde ich auch ganz gut. Und dann ist hier so ein Schild, Clankrieg teilnehmen oder nicht. Das ist das Erste, was ich weiß. Dann gibt es noch was ich weiß. Und zwar kommt bald die Kanone Level 13. Ja, Level 13, die soll ziemlich cool aussehen. So mit Lava und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist die ganz geil. Und ja, da gibt es noch ein Update und zwar ist das. Genau. Wenn der Clan hat Level. Ja, und es gibt halt Clan-Level, was nochmal pro Level? Genau. Wenn der Clan in einem besseren Level ist, dann kann man sich, man kann ja hier Schilder, warte. Clan, genau, hier, unser Clan hat ja dieses Schild hier, dieses Wappen. Und wenn der Clan im besseren Level ist, gibt es ein besseres Clan-Schild hier. Ich habe neue Schilder frei und was der Clan Clans heute noch bekannt gegeben hat. Ah, eine gute Wiederholung. Lass ihn mal im Hintergrund laufen. Was Clash of Clans heute noch bekannt gegeben hat, dass im, ich bin voll abgelenkt, wenn im Hintergrund Wiederholung läuft. Clash of Clans hat, genau. Clash of Clans hat heute noch bekannt gegeben, dass
Was war's? Genau. Das war der Clan. Es geht, glaube ich, Clan-Level geht bis zu Level 10 nur, glaube ich, zumindestens. Und man steigt, glaube ich, Clan-Level auf durch Clan, also Clan-Krieg, durch Clan-Siege und so weiter. Steigt man Clan-Level auf, also durch Clan-Krieg. Und ja, das Clan ist heute bekannt gegeben. Das Update kommt voraussichtlich Mittwoch oder Dienstag, aber ich glaube eher Mittwoch wird, glaube ich, eher gesagt. Also ich glaub, das Update kommt wahrscheinlich am Mittwoch. Und ja, und dann Clan-Level, wenn der Clan zum Beispiel Level 1 ist, ich sag jetzt mal ein Beispiel, wir sagen jetzt Beispiel Level 10, genau, wenn der Clan Level 10 ist, habe ich noch gut in Erinnerung, dann ist es so, das finde ich so geil, das finde ich so Hammer, Leute, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Barbar-Level 1 spende und der Clan ist in Level 10, also im höchsten Level, kriegt der andere, der den erhalten hat, kriegt den in Level 3, also zwei Level höher immer. Wenn du ein Pekka Level 1 kriegst, ist der in 3. Weil zwei Level höher. Das war Clan Level 10. Und das zweite war Clan Level 10 ist auch noch. Man kriegt irgendwie mal eine. Nee, weiß ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr, das zweite. Auf jeden Fall. Und es gibt noch eine Sache. Das, bei irgendeinem Level ist das so, dass du. Also es gibt verschiedene Level auch, dass du die Hälfte, wenn du eine Truppe spendest, kriegst du 20%, wie teuer die Truppe war, die du verspendet hast, zurück. Solche alle möglichen Sachen gibt es. Oder in einem bestimmten Clan-Level kann auch der Clan, der ganze Clan öfter Truppen fordern, glaube ich. Auf jeden Fall richtig geil. Und so. Oha, das ist echt viel voll. Das hat er mir geschrieben. Das Gold war für ihn viel. Das Gold war für ihn richtig hart viel. So, die Wiederholung gucken wir uns ganz schnell an, ganz schnell. Ja, mit Schweinen und Drachen und so. Ja, komm, die gucken wir uns immer ganz an. Da sind wir nämlich am Ende jetzt der Folge, Golem zu machen, bla bla bla. Wir sind am Ende der Folge, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ciao, ciao.